Hallo Freunde der Spielkultur. Das hier ist Rimworld und das ist mein Kanal. Dr. Prof. Oh, hallo. Oh mein Gott, nein. Ganz ruhig, Mops. Alles ist gut. Das war ich selbst. Das waren meine Geräusche. Er liegt nämlich gerade auf meinem Schoß und hat eigentlich gerade so ein bisschen gelümmelt. Geschlafen. Ach, was auch immer. Und ja, übrigens, so ein paar Kommentare habe ich mitbekommen und habe so gedacht, hä, meine Mufflos essen mal, also Mufflos essen Heu, natürlich essen sie Heu, weil sie das Heu brauchen. Aber es ist damit gemeint gewesen, dass sie hier unten am Feld die ganze Zeit knabbern. Muss das Heufeld irgendwie schützen. Aber sind wir ja schon dabei, mehr oder weniger. Wenn irgendwann diese große Mauer um das Ding rum ist, kommen auch nicht so viele Wildtiere hier rein. Und wenn Wildtiere kommen, werde ich die ja auch einfach polieren. Essen. Und mir wurde gesagt, unter Beschränkungen kann ich angeben. Oder irgendwo, Moment. Dass Leute Kleidung nur tragen, über 50%. Aber ich glaube, ich bin im falschen Menü gewesen. Nicht Fraktion, Geschichte, Nachrichten, Besuchergruppe, Menschenjagd. Spielzeit 15 Stunden 34 Minuten. Wert der aktiven Kolonie 161.000. 27 größere Gefahren, 18 Überfälle. Ein Kolonist getötet. Und das nicht mal beim Überfall. Ah, hier war das. Outfits verwalten. Nö. Oder? Outfits für alle. Über 50% jeder Qualität. Schließen. So, Lebensmittel ist alles okay und dann dürfen die alle soziale Drogen gerne nehmen. Da will ich jetzt auch keine Richtlinien verändern. Das passt schon. Weil jetzt können die keine zerrissene Kleidung mehr machen. Und ja, ich habe irgendwann in der letzten Nachtaufnahme, weil wir haben jetzt schon wieder eine Nachtaufnahme. Ich weiß nicht, warum es in letzter Zeit immer ist, dass ich nachts aufnehme. Situation gehabt, dass ich gesagt habe, ist dieser Truthahn denn schwanger? Natürlich ist dieser Truthahn nicht schwanger. Weil der Truthahn nicht schwanger werden kann. Ich habe übrigens auch gesehen, dass mir Leute Mods gepostet haben für Indoor-Lampen, für zum Beispiel, dass man diese künstliche Sonne nicht mehr braucht, die halt sehr viel Energie braucht. Aber ich glaube, das sind Indoor-Lampen, die gerade mal 10 Watt verbrauchen. Und das ist halt totale Schwierigkeitsgradsenkung, finde ich. Das muss ja nicht sein. So, jetzt erstmal wieder reinfinden. Was war zuletzt alles geplant? Die ganzen Pflanzen cutten bei uns im Gebiet. Das Waldgebiet platt machen. Jetzt bauen wir natürlich hier das kleine Holzding auf. Prothesenforschung ist abgeschlossen, wofür wir übrigens auch Bauteile brauchen, ich weiß. Wo die Leute dann sagen, ja, schick sie doch einfach weg. Um Bauteile zu kaufen. Oder fordert doch einfach eine Karawane an. Das geht aber nur, wenn wir jemanden haben, der uns sehr mag. In 1,7 Tagen kommt eine Handelskarawane, aber das sind freundliche Ureinwohner, die haben sowas nicht. Und die sind ja auch nicht verbündet mit uns. Ja, wir haben erfolgreich einen weiteren Hasen gezähmt.
4 Bauteile, 75 Stahl, Trockenlegungspumpe. Wobei ich denke, verdammte Hacke, ist das wirklich nur so ein kleines Gebiet, was der trockenlegt? Und danke für die Info übrigens, dass der Tiefenbohrer versetzt werden kann. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt in der Folge. Deshalb können wir den einfach bauen und dann können wir den immer wieder versetzen und schauen, ob wir auf irgendwas stoßen, was Sinn macht. Obwohl, lieber hätte ich natürlich erstmal den Scanner. Aber es kam auch wieder die Frage auf, mechanische Werkbank. Kannst du keine Bauteile da produzieren? Und ich habe hier schon so häufig reingeguckt und ich glaube, also ich glaube nicht nur, ich bin mir sicher, es gibt hier keine. Das ist mit der nächsten Werkbank. Das haben die verändert mit der Zeit. Ach, wir haben schon so viele Hasen. Sie werden bestimmt auch sehr viel geschwängert werden. Hoffe ich jedenfalls. Und wir werden die Hasenzucht eh auslagern. Das kommt noch in ein anderes Gebiet rein. Was? Wir haben 6000 Stahl? Tja, sonst kriegen wir die Temperatur nicht gedrückt. Aber hier sind ja eh nur die Erzeugnisse von den Feldern. Also die Lebensmittel landen ja hier irgendwo oder hier in der Kühltruhe oder was auch immer. Wobei, was hatte ich hier nochmal im Kühlschrank drin? Rohes Essen, Fleisch, ja. Eines Tages wird es auch wieder Fleisch drin geben. Verdammt, ich habe vergessen, die Bären zu schlachten. Die Leute haben einfach alle zu viel zu tun. So, Waldarbeit ist doch Pflanzenschneiden zum Beispiel. Will keiner machen. Kimi, du nicht, aber alle anderen dürfen. Wenn sie ja nichts zu tun haben. Und ja, es wurde auch gesagt, ich sollte hier den Zwischenbereich alles aus Stein machen. Aber Steinboden zu legen dauert so lange. Deshalb habe ich ja auch die Betonböden erstmal gelegt. Alter Schwede. Und ich glaube, die Tiere wurden nicht geschlachtet, weil ich keine Werkbank in dem Moment hier stehen hatte. So, irgendjemand ist nackt. Warum bist du nackt? Du trägst keine Hose. Montana. Weil du keine unter 50% tragen darfst, ne? Aber wir haben doch... Ah ne, die ist auch für den Arsch. Dann lass uns doch mal schauen und noch eine Hose herstellen. Wo ist denn unser Informant? Komm mal her und produziere die zwei Hosen. Dann sind die wenigstens von guter Qualität. Ja, es ist sogar von guter Qualität. Weil dieses Geräusch übrigens in diesem Spiel ist... Da denke ich sofort immer sofort... ja, scheiße, jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Toxo Weber hat sich vollständig erholt. Die waren ja in den Kampf mit reingeraten, würde ich mich doch recht entsinne. So, Baba von See mag uns jetzt 70, ja. Und hier müssten wir irgendwann mal reingehen, aber da ist es auf jeden Fall, sind hier Mechanoiden drin und alles. Ach, ist so süß, wenn der Mops auf meinem Schoß liegt. Oh, ich liebe ihn so sehr. Da war ja noch ein Anwerber.
Den wollte ich retten, ne? Oh, jetzt bin ich wieder vom Kopf her drin. Hat mir nicht deshalb extra noch Schutzwesten gemacht? Ja, nicht nur. Ein Bauteil, 30 Stoff, 60 Stahl. Ohne Party wird's geben. Sehr schön. Also, wie viele Schutzwesten fehlen eigentlich? 1, 2, 3. Na? Ich glaube, 4 Stück brauchen wir noch. Das kann ich mir leisten. Ich weiß, Informant, du würdest auch gerne auf die Party gehen. Aber bau mal die Schutzwesten. Dann kommt auch mal ein bisschen Stoff da weg. Ich glaube, die ganzen Sachen wachsen schneller, als wir die überhaupt wegnehmen können. So, die Sandsäcke alle weg. Ach, der Mops steht auf. Oh mein Gott, er will wach werden. Da, man sieht seinen Kopf. Er will runter. Vorsicht. Ah, er ist der Beste. Jetzt legt er sich unten hin, dass ich ihn mit dem Fuß noch massieren kann, während er schläft. Alle sind auf der Party, sogar Kimmy. Aber bitte streite dich nicht wieder mit allen. Ach, da war ja was. Die Schutzwesten brauchen ja ewig zur Fertigstellung. Die Party ist zu Ende. Also es lohnt sich nicht, das Wasser hier trocken zu legen. Das wollte ich übrigens vorhin gucken mit der Pumpe. Da müssen wir wirklich die Struktur von der Außenwand, was ist das überhaupt, Sandstein? So, mal gucken. Sandstein haben wir 1477 Blöcke noch. Banditenlager. Was gibt's da an KI-Kern? Es wird von 4 Feinden bewacht. Roller will dieses Camp zerstört sehen. Kann ich da drüber bauen? Ja. Natürlich, da dann nicht. Da geht's. Ja, da fängt's an.
Da haben wir noch genug Platz, ein bisschen mehr ins Lager einzubauen. Ich habe gesehen, es gibt auch eine Mod für Graben bauen. Muss es natürlich nicht sein an der Stelle. So, hoffe ich mal, dass ich genug Eingänge geschaffen habe. Dass falls Angreifer kommen, die die Eingänge nutzen und nicht versuchen, sich durch den Stein zu buddeln. Na, Informant, du hast Hunger. Natürlich hast du Hunger. Weil du die ganze Zeit am Arbeiten bist, ne? Das verstehe ich auch nicht. Es kocht gar kein Unfähiger bei uns, wenn ich das noch richtig weiß. Ja, okay, du bist unfähig. Ja, hm. Wenn Luis gekocht hat, dann war es scheiße. Aber sonst, alle anderen sind doch in der Lage zu kochen. Ach, Barber vom See ist wieder da. Können wir direkt am nächsten Morgen mal fragen, was die zum Handel dabei haben, obwohl die haben ja nichts dabei. Auch und hört auf, Niklas seinen Schlaf zu stören. Komm her, Kimmy. Ja, man kann Kleidung wieder auflösen, oder? Um Materialien daraus zu bekommen. Verkaufen wir denen die Holzskulpturen. Finden die bestimmt geil. Ach so, scheiße. Die haben ja gar nicht so viel Geld dabei. Dann machen wir das so. So, schauen wir nochmal. Entweder war es per Mod oder es gibt wirklich hier. Ne, man kann nämlich immer nur nähen. Und die Kleidung kannst du mich dann nur mit dieser Mod auseinandernehmen. Um da wieder Sachen rauszubekommen. Also hat es jetzt erstmal erledigt für mich. So, ich weiß, die Batterien sind hässlich, deshalb, egal wo ich sie hinsetze, die Leute werden das nicht so mögen. Aber ich will die gerne woanders installieren, um so ein bisschen, ja, flächendeckend die Energie zu verteilen. Also, dass wenn irgendwo was kaputt geht, nicht sofort alles für den Arsch ist. Okay, da ist die Batterie vielleicht ein bisschen gefährlich. Die sollten wir vielleicht lieber, wenn, da installieren. Weil der Teppich kann Feuer fangen. Informant, wo bist du? Nein, lass das. Geh zur mechanischen Bank und mach die anderen Schutzwesten fertig. Ist das immer noch die erste?
Ach, wieder schon wieder neue Pflanzen waschen. Waschen, sag ich schon. Wachsen. In unserem Gebiet. Obwohl, die Büsche können mir egal sein. Wichtig ist, dass die Bäume weg sind. Die geben Angreifern unnötig Deckung. Wenn die in der Kolonie selbst drin sind, bringt das ja eh nichts. So, erweitert die Zone noch mal ein bisschen. Eine Schutzweste war fertig. Der äußere Wall ist gleich auch mal fertig. Hier, die Bäume müssen auch auf jeden Fall weg. Ein Hase ist trächtig. Wir haben auch schon zwei weitere wieder eingefangen. Oh geil, den gefällt so gut hier, dass sie sogar für mich Pflanzen anpflanzen. Danke, Emu. Voll lieb von euch. Kampfverteidigungsroboter. Entschuldigung. Bleibt die Frage, wo machen wir die Hasenzucht hin? Stahltür. Gerne mal den Boden reinmachen. Wo ist das Sandstein? Ne, kein Sandstein. Hasenfleisch 39 und Kräutermedizin bekommen. Und sie haben unseren Aufenthalt sehr genossen. Also ihren Aufenthalt bei uns. Die Tiere können gerne auf Holz leben. Zu weit. Nein. Beschränkungen. Gebiete verwalten. Umbenennen. Das ist nämlich die. Oh, wie heißen sie jetzt? Moloch fällt mir gerade ein. Moloch sind das nicht.
Kühe. Ach, scheiß drauf. Neues Gebiet. Hasen. Nicht betreten. Schuss machen wir auch mal weg. Und es wurde jetzt gesagt, ich habe nachtaktive Leute und die müssten nachts arbeiten, aber ich habe keine nachtaktiven Leute. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Dann wären die nämlich richtig angepisst, dass die tagsüber arbeiten müssen. Die mussten nämlich den Arbeitsbereich in der Nacht angeben. Dass die keinen Stress haben. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal den Himmel gesehen habe. Geht einfach raus. Ach so, wegen den Dächern in den Zwischenräumen, ne? Kimmy ist ja den ganzen Tag nur am Forschen. Das kann ich vielleicht nachvollziehen. Also, sie sind schwanger 5 bis 13 Tage. Oder heißt das, die ist im 5. Tag von 13 Schwangerschaftstagen? Aber für 13 Tage für so einen kleinen Hasen aber auch schon viel. Zum Austragen oder 15 Tage, was auch immer. Verdirbt in 4 Stunden. Schaffen wir das noch? Holen dir. Wir müssen den guten Truthahn nicht verschwenden. Oh, es gibt 2 neue Muffalos bei uns im Gebiet. Aber wir haben so viele, die vermehren sich von selbst, wie bekloppt. Und 2 neue Hasen. Tja, und an sich warte ich darauf, dass irgendwas passiert wirklich diesmal, damit ich eine Karawane losschicken kann, um diesen Gefangenen zu retten. Er wird die nächsten 8 Tage schneller laufen. Toll, Marcel. Du willst Heilwurzel ernten, das kannst du vergessen. Mach jetzt endlich die letzte Schutzweste fertig. Achso, dem fehlt ein T-Shirt. Mich Luis auch eine. Feuer. Passt schon. So, der Informant hat Arbeitsrausch. Wird 8 Tage schneller arbeiten.
Eigentlich sollten die hier keine Leichen drauflegen, aber naja. Bitte ein bisschen Licht da oben rein und dann haben wir das nämlich auch schon erledigt. Nicht Strom, diverses, bla bla bla. Jedes Mal derselbe Kack, ey. Soll ich immer wirklich kleine Schlafkisten bauen, aber die funktionieren manchmal nicht, ne? Uranschlafkisten für die doppelköpfigen Tiere der Zukunft. Ist das jetzt Wohntierhaltung? Oder ist das schon Legegehege? Ein Hitzschlag? Okay, es sind. Okay, ja. Gar nicht mal so kühl. Nein, ihr sollt den Strom ausschalten, nicht an. Die Batterie wurde noch nicht verschoben. Das ist Holz, da will ich die Batterie jetzt gerade nicht hinlegen. Da haben wir keine Verbindung zu in die Richtung. Dann setzen wir eine Batterie hier oben links rein. Ja, es kostet mich jetzt gut Bauteile. Und haben wir dieses Jahr gar keinen Hopfen angepflanzt? Nee, habe ich vergessen. Schön. Oder auch nicht, wie man es nimmt. So, ihr habt mehr als genug Sandsteinblöcke auch noch hier stehen. Oh, wundervoll, Sonnenfinsternis. Also, wird es mit der Energie sogar ein bisschen knapp werden. Ein weiterer Hase ist trächtig. Die müssen alle noch im Hasengebiet bleiben. Wird langsam voll. Deshalb will ich die Hasen da auch raus haben. Die sollen immer bloß nicht das Essen wegessen. Sollen was Ordentliches machen. So, nehmen wir euch da mal alle raus. Wie lange wächst das Heu? 7 Tage.
Wir haben auf jeden Fall weniger Wildtiere jetzt hier. Mauer ist fast komplett aufgebaut an der Seite. So, bionische Teile, Forschung abgeschlossen. Ach so, die sind nur auf der Durchreise. Raumflugsensoren brauche ich auch noch nicht. Krankenbett macht schon Sinn. Sprengfallen. Der Mörser macht eigentlich auch Sinn. Einen süchtig machenden Tee erstellen. Damit können wir die Überladung aufhalten, das ist auch aus einer Mod raus. Urankugel, Geschützturm. Da hat sich auch noch keiner gefunden. Achso, weil der Beste das bauen muss. Der beste Baumeister wird sein Montana. Und Montana ist gerade noch andere Sachen am Erledigen. Zum Beispiel eine Batterie fertig bauen. Sehr schön. Sonnenfinsternis ist rum. Die Zeit ist leider auch rum. Deshalb, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht. Ah, sehr schön. Jetzt hat er die Holzkisten hergestellt für die Hasen. Wobei, Heu wird jetzt gleich echt Mangelware. Aber wir sind fast fertig mit dem Wachstum. Tja, also. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tut mir leid, es war heute wirklich ein bisschen wieder reinfinden. Nächstes Mal bin ich ja dann schon drin. Angefragte Karawane. 5 Repartiergewehre wollen sie haben und dafür kriege ich 2000 Silber. Das bedeutet, sie bezahlen pro Repartiergewehr ein bisschen Geld, aber nicht genug. Oh. Verdammt, der Penner füllt natürlich genau das hier wieder auf. Anstatt, dass er was da hochbringt. Juhu, Medizinvorräte.